Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss ab und zu mal so da oben in den Monitor gucken, denn ich filme heute mal wieder mit meiner Sony-Kamera und das ist echt komisch. Also ich muss mich da gerade mal wieder reinfinden. Das sieht auch nicht ganz so perfekt aus, also ich muss das Licht ein bisschen anders einstellen. Auf jeden Fall filme ich heute für euch und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Gott, sehe ich fertig aus gerade, aber so ist jetzt, glaube ich, eine richtig, richtig gute Einstellung. Ich habe total Bock gehabt, heute mal wieder die Sony-Kamera rauszuholen. Ich habe ja so ein paar verschiedene und die haben auch alle ihre Vor- und Nachteile, ne? Aber die jetzt gerade gefällt mir ganz gut. Ja, was liegt heute an, außer den Ohren? Also, ich werde mich jetzt fertig machen, wir haben es kurz nach 8. Also schminken, ich habe schon Zähne geputzt und so weiter, alles gemacht. Und heute kommt nämlich unser neues Bett. Wir haben ein Boxspringbett gekauft. Wir sind jetzt auch mal unter den Boxspringbettenbesitzer. Ich freue mich sehr. Ich zeige euch gleich den Raum noch. Entschuldigung. Vorher, also der ist jetzt komplett quasi fertig und wartet nur noch auf das Bett. Ich zeige euch auf jeden Fall den Raum und das wird dann quasi unser neues Schlafzimmer. Und jetzt werde ich erstmal mich fertig machen und das auf Instagram so ein bisschen mitnehmen. Und dann sehen wir uns gleich. Küche sieht soweit so aus, habe ich heute auch schon aufgeräumt. Ich muss jetzt nur einmal die Spülmaschine ausräumen, die ist nämlich schon wieder fertig. Hier steht noch der Toaster, ich habe mir heute Morgen Toast gemacht und habe mir auch schon ein bisschen rausgelegt, was ich heute zum Kochen brauche. Ich werde heute Mittag schon für heute Abend vorkochen und meine heißgeliebte Airbowl läuft auch. So, und jetzt suche ich das Ladegerät für diese Kamera. So, da bin ich wieder. Nicht erschrecken. Der Lippenstift sieht aber echt dunkel aus in der Kamera. Ich habe mich fertig gemacht und hatte eben eine Insta-Story von meiner Lieblingsfirma Banana Beauty. Und deswegen habe ich ein paar Lip-Swatches gemacht. Und den lasse ich jetzt drauf, weil man merkt ihn einfach überhaupt nicht. Ich wollte euch kurz zeigen, dass gerade die Post geklingelt hat. Und ich mich so freue über meine neue Thermobottle. Können wir über dieses Design sprechen. Es ist so wunderschön. Es ist so, so schön. Und Nachschub vom Maracuja-Tee ist auch gekommen. Ich freue mich. Aber als nächstes wollte ich erstmal mit euch hochgehen. Denn wir kriegen ja heute im Laufe des Tages, oh, jetzt ist aber dunkel, unser neues Bett. Und da zeige ich euch jetzt mal, wo das hinkommen soll. Einmal die Treppen bitte hinauf. Und ich sehe gerade, kann ich direkt die Wäsche mit runternehmen. Also, Badezimmer, aktuelles Schlafzimmer mit Feline und hier kommt das neue Schlafzimmer hin. Gestern habe ich das schon sauber gemacht, wie ihr seht. Ja, und hier habe ich gestrichen. Wie ihr seht, ich habe tatsächlich nicht zu Ende gestrichen, obwohl ich das eigentlich wollte. Ich bin mal gespannt, ob das Bett, also es wird es auf jeden Fall unten abdecken. Und oh Gott, ich muss das Fenster mal zumachen. Hier ist es richtig frisch drin. Ja, diese wunderschönen blauen Plissés kommen natürlich irgendwann noch ab. Die sind vom Vormieter noch oder vom Vorbesitzer. Aber momentan reichen sie so aus. Und ja, so sieht der Raum hier aus. Das wird unser Schlafzimmer. Mehr muss hier auch erstmal nicht drin stehen. Also ein Bett, eine Kommode. Da, was haben wir denn da drin? Bettlaken, Bettbezüge und Handtücher. Und ja, ansonsten reicht das erstmal. Also wir werden, es werden tatsächlich auch keine Nachttische hier hinpassen. Das Bett ist wirklich auf diesen Raum hier ausgerichtet und es passt auch wirklich nur das Bett hier hin. Das Bett wird ungefähr knapp bis zur Tür gehen und dann haben wir halt noch diesen Bereich und ich meine, das reicht ja auch, ne? Man soll hier nur schlafen und ich freue mich schon so sehr auf die Bilder und ich werde diesen Raum hier richtig, richtig zu einem gemütlichen Schlafzimmer herrichten und dann schauen wir mal, wie das mit dem Bett aussieht. Ansonsten muss ich hier oben nicht wirklich was machen, glaube ich. Ja, Fenster ist zu. Ich habe nämlich gestern den ganzen Tag hier oben das Fenster aufgehabt. Das war doch ein bisschen frisch. Ich kann jetzt rausgehen. Wir haben die Klima uns wiedergeholt, weil es hier oben einfach unendlich warm ist. Hier steht auch noch meine Ringleuchte. Da muss ich mal gucken, wohin ich die packe. Die stand nämlich auch in dem Schlafzimmer eigentlich. Und ja, ich nehme jetzt erstmal direkt den Müll mit runter. Müll, die Wäsche mit runter.
Also ich liebe ja mein kleines Bonsai-Bäumchen von IKEA. Und man sieht auch, dass ganz viele neue Blätter kommen, aber der verliert auch so viel. Also ich weiß ja nicht, ob das normal ist, ob ihr euch da auskennt. Aber jeden Tag sammle ich hier diese Blätter auf. Und wenn ich den jetzt schütteln würde, würde da auch, glaube ich, eine Menge runterkommen. Aber dem scheint es gut zu gehen. Also der hat jetzt hier keine Sonne oder so. Ich gieße ihn, glaube ich, höchstens einmal die Woche. Ja, scheint ihm ganz gut zu gehen, so denke ich. Und das ist hier typisch mein Mann, ne? Guckt euch das bitte an. Meine schöne Kommode und mein Mann stellt einfach mal die Flasche hier so hin. Naja. Felins Zimmer habe ich, also das ist ja ihr Spielzimmer, habe ich heute so ein bisschen final aufgeräumt, gestern mit ihr zusammen. Momentan wieder angesagt, ganz groß Lego und Puzzle und Autos. Autos ganz groß. So, jetzt ist Wäsche dran. Ich würde euch so gerne draußen ein bisschen was zeigen vom Garten. Aber es ist so windig, dass ich glaube, dass keiner von euch da irgendwas verstehen würde. Es würde, glaube ich, viel zu sehr rauschen. Ich habe auch direkt eine zweite Wäsche angeschmissen. Ich werde jetzt auf jeden Fall meinen kleinen, oh, jetzt hat es ein bisschen gewackelt, Staubsaugerroboter durch das Haus fahren lassen. Fängt hier im Ankleidezimmer an, aber da muss ich erst vorher einmal meine Klamotten weglegen und gucken, dass hier nichts am Boden liegt. Okay, du darfst. Ich mache hier immer die Tür zu, damit er einmal den Raum komplett macht. Übrigens, erschreckt euch nicht, ne? Dennis und ich hatten am Wochenende Kinder frei. Feline hat bei meiner Mama geschlafen. Und Dennis wollte ihr, wir waren abends was einkaufen, wollte ihr unbedingt diese Spinne mitbringen. Einmal deswegen. Und ja, damit sie keine Angst vor Spinnen hat oder das nicht lernt. Weil immer, wenn ich eine sehe, quietsche ich halt auf oder ekel mich. Und das sieht sie natürlich und merkt sie. Und hat sie jetzt auch schon irgendwie so intus. Und deswegen haben wir ihr die mitgebracht. Ja, sieht ekliger aus, als sie eigentlich ist. Ich werde mich jetzt ums Mittagessen kümmern. Ich werde das heute vorkochen. Dann kann ich mich gleich ein bisschen schon von essen. Und dann brauche ich heute Abend nicht kochen. Ich habe mir gestern mal, ich habe nur die Mixgenussbücher, ich liebe die, nach langem überlegt, ich werde mal wieder mit dem Thermomix jetzt kochen. Und da habe ich mir jetzt so ein paar gelbe Zettelchen reingelegt. Ich habe gestern Rinderfilet gekauft, was ich heute unbedingt verwenden möchte. Und deswegen werde ich mir das Rezept jetzt raussuchen. Und zwar ist es eines der leckersten Rezepte. Und zwar geht es um das Chop Suey mit Rind. Das ist so lecker, Leute. Das dauert ein bisschen, aber ich hole mir jetzt erstmal meinen Thermomix aus der Ecke und werde anfangen. Übrigens, wie ihr seht, der Lippenstift hält immer noch bombenfest. Ich habe schon Kaffee getrunken, ich habe ein kleines Brötchen gegessen und. Ja, kochen. Ich nehme euch so ein bisschen mit beim Kochen. Das seht ihr ja immer ganz gerne. Das Wetter ist übrigens total verrückt. Also es ist echt, es ist so windig, dann regnet es ganz kurz, dann wieder nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe übrigens für unser Bett, das wird mit Hermes geliefert, so einen Live-Tracking-ID bekommen. Richtig gut. Und da steht so immer ungefähr die Uhrzeit, wann die kommen und wie viele Kunden noch vor mir sind. Und es ist einfach nur doof, weil die wahrscheinlich wirklich genau in der Uhrzeit kommen, wo ich Feline hole. Also ich versuche das so ein bisschen abzufangen, weil ich möchte keine Abstellgenehmigung erteilen. Ich hole ja Feline immer früher, als ich eigentlich müsste. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen früher oder ein bisschen später. Da gucke ich einfach mal, wie sich das Ganze so verhält, weil ich kann ja nicht zu 100% damit rechnen, dass die um die Uhrzeit kommen, weil das kann sich natürlich auch aufgrund der Lieferung davor verzögern. Aber es ist wieder so typisch, oder? So, das sind übrigens die Zutaten, die ihr für dieses leckere Chop Suey braucht. Ich nehme allerdings keine Glasnudeln, sondern ich nehme normalen Reis. Das schmeckt am besten. Jasminreis oder Basmati-Reis. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with you.
reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. So, das Essen für heute Abend ist jetzt auch fertig. Hier ist der Reis. Hier ist dieses leckere Rinderfilet mit der selbstgemachten Soße. Und hier unten, das kann ich jetzt schlecht aufmachen. Nein, lieber nicht. Da ist das Gemüse drin. Ich habe Brokkoli geschnitten, Lauch, Champignons und Karotte, Möhre. So, wie ihr seht, ist unser neues Bett gekommen. Gott sei Dank habe ich gerade in dem Moment... Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum die nicht einfach vorher anrufen. Also ich wusste ja, wann sie ungefähr kommen. Es gibt ja diesen Live-Tracker, total cool. Ich sah also immer, wo die ungefähr sind und wann die kommen. Aber was ist denn, wenn Leute da nicht reingucken? Also ich habe 2 E-Mails bekommen, wo auch wirklich jedes Mal drin stand, sie rufen vorher eine Stunde an. Warum machen die sich das immer so schwer? Weil... ich würde sagen, also 50% der Leute würden die doch nicht antreffen, wenn die so eine Zeitspanne setzen und nicht anrufen, oder? Naja, das wurde gerade noch hinterhergebracht. So seht ihr schon mal die Farbe. Oh, sorry, ich habe gerade was getrunken, aber ich brauche jetzt auch einen Kaffee. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Waren auf jeden Fall... Oh, wieso seid ihr jetzt so rangezoomt? Moment. So, waren auf jeden Fall 3 super nette junge Männer. Und die haben das hier ganz schnell reingetragen. Mein Gott. Ja, riesig. Ich bin gespannt, was Feline dazu sagen wird. Also Feline wird wahrscheinlich erstmal erschrocken gucken. Aber das Gute ist, die kriegt man gut hochgetragen. Die kann ich auch mit Dennis tragen. Das sind Polsterteile, die Treppe hoch. Und dann passen die auch so gut ins Schlafzimmer rein. Ich dachte schon, die wären vielleicht ein bisschen sperriger, sodass ich das irgendwie nicht... oben durch die Tür kriege. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, der Flur ist jetzt auf jeden Fall mal voll und wir haben unser Bett. Ich brauche aber auf jeden Fall jetzt erstmal einen Kaffee. Guck mal, ich habe das vorhin aufgeräumt und schon steht hier wieder alles voll, wenn man einmal kocht. Gut. Habt ihr das auch, dass ihr irgendwie immer dieselben Tassen greift, weil die immer wieder vorne stehen? Mit einer Hand. Profi. Direkt wieder sauber machen. Zack. Ja, ich entkalke dich nach ca. 15 Tassen. Ich bin jetzt wieder zu Hause mit Feline. Die hat gerade große Augen gemacht. In Bezug auf dieses Bett. Das ist unglaublich. Es ist so wenig draußen. Ich musste gerade echt einmal ums Haus laufen. Ah, das ist Bababa. Das tun wir in Müll. Weil unser Pool weggeflogen ist. Den haben wir gestern leer gemacht. Und der flog einfach mal einmal ums Haus rum. Auch nicht so klasse. Deswegen bin ich jetzt einmal ums Haus gegangen und sieht noch alles gut aus. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist schon echt windig draußen. Feline versucht immer ihre Schuhe jetzt selber anzuziehen. Oder zieht sie eigentlich schon total lange selber an. Und sie liebt diese Schuhe, ne, Feline? Die sind schick, ne? Und dann stellt sie sich immer so süß hin und hält sich fest. Hast du toll gemacht. Super, mein Schatz. Das ist Papas. Ja, das ist Papas Kamera. Jetzt verpetz mich doch nicht. Ich packe da jetzt immer noch so ein paar Cracker rein. Manchmal schneide ich ihr eine Banane rein oder einen Apfel. Ich habe allerdings auch noch Heidelbeeren. Die mache ich ihr. Das war schon mal einmal die Heidelbeeren. Bitteschön. Guten Appetit. Feline, du magst die doch. Setz dich doch erstmal hin und probier. Da meint man einmal was gut und das Kind will's nicht. Leute, mir ist auch so was Dummes passiert. Also das darf man wirklich überhaupt niemandem erzählen. Ich habe gestern die Geschirrspülmaschine eingeräumt und war total in Gedanken. Das weiß ich auch noch. Ich habe an irgendwas Wichtiges gedacht. Ich weiß aber auch nicht mehr an was. Auf jeden Fall... habe ich völlig unüberlegt meine
Wasserflasche von Arke, von meinem Wassersprudler, in die Spülmaschine geräumt, was mir, also mir passiert sowas nicht. Ich achte immer sehr darauf, was in die Spülmaschine kommt, auch wenn es um meine teuren Messer geht und so. Und da, ja, sehr schade, kann ich also jetzt vergessen. Ich habe mir schon eine neue bestellt, die sind natürlich relativ teuer. Ärgerlich, also total doof. Aber gut, das ist so ein Kapitel, das haken wir mal ganz schnell. Achso, da fällt mir gerade ein, ich habe in meinem letzten oder in einer der letzten Videos gesagt, Feline darf die erste halbe Stunde nach der Kita selbst entscheiden, was sie macht. Das hat jemand echt, also wirklich, jemand hat wirklich gesagt oder gefragt, ob ich sonst alles bestimme und ob sie sonst nichts aussuchen darf. Also es war eigentlich so gemeint, dass Feline dann meistens immer am Tablet Puzzle spielt oder irgendwas guckt, weil Feline sonst den ganzen Tag am Tablet wahrscheinlich so wie jedes andere Kind auch sitzen würde. Und ich lasse ihr das frei, was sie da machen möchte, um so ein bisschen runterzukommen. Und dann so nach einer halben Stunde ungefähr gehen wir dann, wie gesagt, meistens rüber ins Zimmer, spielen was oder wenn ich kochen muss, wir kochen, malen oder sowas. Also das war so gemeint. Sonst darf mein Kind natürlich aussuchen, was es macht. So, ich hatte heute schon echt viel Kaffee, aber den trinke ich jetzt noch von Milram Kalder Kaffee. Den hatte ich ja in dieser Uni, wie hieß das? Campus-Tüte, genau, Campus-Tüte. Oh, Leute, wie sehr ich mich gerade über diese Spinne erschrocken habe, ne? Oh. So, wir sind im Spielzimmer. Wartet, ich muss hier einmal durch. Und Feline ist dabei, mit ihrem Krankenwagen zu spielen. Fili, kannst du die Spinne mal wegmachen? Ich möchte nicht, dass die da liegt. Dankeschön. Okay. Oh, da ist auch nicht gut auf dem Hocker. Fili hat meine kleine Kiste gefunden mit Zopfgummis, Haarspangen, Bobbypins und sowas alles. Und das ist natürlich super spannend für sie. Ja, das sind Haarspangen. Das ist gefährlich. Eine Pinzette brauchst du nicht. Genau. Ist sonst was Gefährliches drin? Ja, warte kurz. Nur das nehme ich noch raus. Das braucht sie nicht. Ja. Ich habe jetzt zusammen mit Feline hier die restliche Küchenablage sauber gemacht. Sie hat meine Zupfung, die ist jetzt einfach hierhin verteilt. Hier liegt auch noch alles rum. Und sie hat mich jetzt darum gebeten, dass ich mit ihr spielen komme. Und das mache ich natürlich. Was ist mit deinem Krankenwagen, mein Schatz? Meine Krankenwagen, auch mein Doktor. Ist da auch ein Doktor drin im Krankenwagen? Hm? Ich liebe es, mit ihr im Spielzimmer Zeit zu verbringen. Oft hat sie immer nicht so Lust. Und jetzt gerade holt sie ihr Papier, weil ich habe hier so eine alte Federtasche noch früher zu meinen Zeiten. Die gute alte Eastpack. Und willst du jetzt ein bisschen malen? Ja, malen. Okay, in ihrem guten alten Ottbot Malbuch. Ich würde in anderes Ottbot. Guck mal. Feline hat sich jetzt ganz süß diese Holzbahn aufgebaut, also selber. Und jetzt fährt sie hier mit allen möglichen Autos lang, ne? Ist das deine eigene Rennstrecke? Das macht Feline übrigens immer. Sie legt sich immer hin, wenn sie mit Auto spielt. Immer. Immer so. Süß. Das ist schon auch. Das ist auch so. Passt. Passt. Natürlich passt das. Da passt nicht. Mhm. Weil dann du passt. So, wir haben es jetzt gleich 6:30. Dennis müsste jeden Moment kommen. Feline hat auch schon Hunger. Die bekommt heute Brot. Ich habe ihr heute gekocht. Das steht alles da. Das wird Feline aber nicht essen. Ich kenne sie. Sie hat ja auch in der Kita warm gegessen. Und sie isst wirklich abends am liebsten einfach nur Brot mit Käse und Wurst. Ich mache immer ein bisschen Obst oder Gemüse dazu. Und dann warten wir gleich, bis Dennis kommt.
Wir sind jetzt oben. Dennis ist jetzt von der Arbeit gekommen. Wir haben auch schon gegessen. Feline macht ihre Bücher hier an. Und Dennis fängt jetzt an, alles hochzutragen von dem Bett. Ja, dann würde ich sagen, nochmal so der letzte Blick. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Boah, ihr glaubt gar nicht, wie schwer diese Riesendinger sind. Hier liegt eine Matratze. Und da sind die Teile, die sind so riesig. Und die trägt Dennis hier echt alleine hoch. So, jetzt könnt ihr auch mal die Farbe von dem Bett sehen. Passt richtig gut zum Teppich. Das ist quasi die Rückwand. Feline, kommst du da mal her? Das ist gefährlich. Komm mal her. Das ist die Rückwand vom Bett. Und das sind die Seitenteile. Dennis verschraubt jetzt, glaube ich, die Rückwand mit den... Ich ja, weiß Füße es nicht. Dann Rückwand. Ach so, die Füße, genau. Das Bett hat silberne Füße. Und ja, ich finde, die Farbkombi ist richtig schön. Ich habe nur leider ein kleines Problem. Es ist doch nicht breit genug, dass das hier verdeckt wird, hier an den Seiten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal runterstreichen. So, hier haben wir dann den ganzen Müll. Das ist ja echt immer Wahnsinn, was da an Verpackung bei rumkommt. Gelber Sack und Pappe. Und wie ihr schon hört, Feline ist glücklich. Alles gut, ja. Süße? Ja. Die freut sich. So sieht es jetzt aus. Jetzt können wir eigentlich nur noch, brauchen wir noch die zwei Matratzen drauflegen, den Topper. Und dann haben wir das schon fertig. Tada, das Bett steht. Oh Mann, wie schön, oder? Also es ist jetzt natürlich noch nicht so alles perfekt, aber mit dem Teppich richtig schön. Wie ihr schon hört, Feline freut sich. Ich habe noch keinen Bettbezug. Ja, richtig, richtig schön. Gefällt dir auch? Supi. Ja, und Madame kommt hier allein hoch und runter. Okay, jetzt gerade nicht so. Aber es ist auch schon spät. Wir werden jetzt waschen gehen, Zähne putzen und dann geht's ab ins Bett. Nein. So, meine Lieben. Feline schläft und ich mache, wie ihr gerade sehen könnt, ihr Frühstück für morgen. Das mache ich abends immer total gerne, damit man da morgens nicht einen Stress mit hat. So ist besser mit dem Licht. Morgen gibt es ein bisschen Himbeeren pro Tomate, ein Würstchen und ein Zwerg, ein Fruchtzwerg. Ich sehe jetzt auch wirklich dementsprechend ein bisschen zerzaust. Also ich habe oben mit Feline anderthalb Stunden so rumgetobt auf dieser Matratze, als Dennis das Bett aufgebaut hat. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig, richtig happy, dass das Bett jetzt steht. Ich finde es richtig schön. Wir haben es übrigens von Otto. Genau. Knapp 8 Wochen Lieferzeit war. Und ja, es wird jetzt gerade schon so ein bisschen dämmerig, deswegen ist es jetzt blau. Naja, ich wollte mich auf jeden Fall aus dem Video verabschieden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst uns wie immer gerne Feedback da. Ihr wisst, wir lieben euch. Also passt auf euch auf, denn wir tun es auch. Bis zu unserem nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.